tables toppled, hands armed with broken bottles, standing no chance to win, but we're not running, we're not running. Chest thrown and tables toppled, hands armed with broken bottles, standing no chance to win, but we're not running, we're not running. Still up.
mich ohne Worte gehen. Dann vergiss diesen Traum von Ewigkeit, denn Gefühle gehören der Zeit. Auf der Reise ins Licht der Sonne zu war das alles vielleicht Illusion. Waren es Flügel im Wind, wer weiß das schon, doch bei dir ist Endstation. Du bist meine Endstation. Gib mich frei, sag vorbei. Jeder Morgen erwacht wieder neu. Auf der Reise ins Licht der Sonne zu war das alles vielleicht Illusion. Waren es Flügel im Wind, wer weiß das schon, doch bei dir ist Endstation. Du bist meine Gentlemen, der Opener des heutigen Abends ist ein Singles-Match festgesetzt für einen Fall. Zu den Teilnehmern. Zuerst aus Boston, Massachusetts mit einem Gewicht von 97 Kilogramm Private Eye Eddie Edwards. Herzlich willkommen zur 7. Staffel Ignition Folge 1. Ist das Geilheit oder kann das weg? Weg ist auch mein heutiger Kommentatorenkollege, der Patrick Weg. Hallo Patrick Weg. Ja, hallo, ich bin nicht weg, ich bin da. Endlich geht's weiter mit Ignition Staffel 7, Episode 1. Das verflixte 7. Jahr oder das glückliche 7. Jahr für die Leute, das wird sich in den folgenden Wochen zeigen. Zeigen werde auch ich mich, ich bin der Ist-Das-Taker und wir feiern heute die Rückkehr von Ignition auf die ganz große Leinwand und wir haben hier gleich einen Kracher im Opener, Eddie Edwards gegen diesen Mann, der jetzt angekündigt wird. Und sein Gegner aus Ushinaru Haiwa mit einem Gewicht von 100 Kilogramm, The Friendly Helper, Ishii! Come on here! Oh! KGM haben heute noch was zu feiern, was das wohl sein kann. Und ob das etwas mit dem SummerSlam zu tun hat, das werden wir heute noch erfahren. Zumindest denke ich nicht, dass die Japaner uns da enttäuschen werden, denn das tun die Japaner bei Ignition eigentlich nie. Ja, der wird immer durchaus abgeliefert, genauso wie ich mir jetzt hoffe, dass Eddie Edwards und Ishii hier abliefern werden. Und Edwards, der steigt schon mal ganz gut ein ins Match. Eddie Edwards bestreitet heute sein 20. Match bei Sauer, auch nicht schlecht für eine Karriere, die ein knappes Jahr umspannt. Nicht ganz ein Jahr ist Tomohiro Ishii jetzt schon hier dabei.
Und doch denke ich, dass das hier eine ziemlich ausgeglichene Angelegenheit werden könnte. Beide werden sich weiter beweisen wollen. Eddie Edwards hat es ja zuletzt mit Kenny Omega zu tun gehabt, konnte den beim SummerSlam besiegen und jetzt wieder hier aber mit einem Bodyslam von Ishii auf die Bretter geschickt. Wen siehst du da heute im Vorteil? Ja, du hast ja schon gesagt, beide scheinen sehr ausgeglichen zu sein. Und wenn man mal in die Statistiken schaut, dann kann ich dem nur zustimmen. Edwards, da geht es in Singles-Matches ein 2-5, also negativ. Aber auch ein Ishii hat eine 2-3-Serie. Also beide können hier durchaus den Sieg brauchen. Gut, solange es sowas wie Royal Rumble-Matches gibt, wo einer gewinnt und 29 verlieren, werden die meisten Wrestler immer eine negative Statistik haben. Das macht absolut nichts. Schöner Shining Wizard jetzt hier an die Schläfe von Tomohiro Ishii. Eddie Edwards vielleicht ein bisschen in der Favoritenrolle. Schönes Spinning Powerbomb jetzt hier. Und Ishii weiter am Boden, obwohl er durchaus das Momentum mitnimmt. Er ist der erste Teilnehmer im Money in the Bank Match und will natürlich dieses Momentum jetzt auch hier weiternehmen, aber Edwards verrenkt ihm da den Kopf. Ja, also Eddie Edwards als Moment. Ich habe jetzt etwas verstanden, aber du hast Edwards gesagt, oder? Ist etwas in Führung hier in dem Match, ja, das kann man schon so sagen, wenn man möchte. Das Cover folgt auch gleich hinterher, doch ein ganz, ganz klarer Kickout bei 1. Ja, so schnell lässt sich Ishii da nicht auf die Matte zwingen, setzt sich hier gleich mal wieder auf, auch wenn er sich im Moment nicht großartig weiter zu bewegen weiß. Eddie Edwards, der tritt hier hinten nach, dann muss er aber doch auch hier mit einem Armringer zu Boden. Ja, lieber Patrick, weg, jetzt wo Ignition wieder da ist, worauf freust du dich denn in dieser Staffel am meisten? Ich freue mich am meisten tatsächlich auf die ganzen Gruppierungen, die wir bei Ignition haben, sei es KGM oder Suzuki-Gun und sogar die Homefront Movement. Ich bin sehr gespannt, wie es in diesen Konstellationen weitergeht in dieser Staffel. Und wer wird der nächste Herausforderer für Zack Sabre Jr.? Ja, wir haben auch noch zwei andere Titel, die mutmaßlich neue Contender suchen werden. Kota Ibushi hat den Initial Ignition Title verloren. Es gibt bei Saw schon seit vielen Jahren keine Rematch-Klausel mehr. Schöner Hetz ist er von Eddie Edwards. Das war auch etwas. Jetzt bin ich unterbrochen worden. Wer weiß, ob und wie wir Ibushi diese Staffel wiedersehen werden. Und dann sind da auch noch die Tag Team Titles. Die amtierenden Champions, die stehen heute gleich mal im Main Event gegen Heavy Machinery. Das Main Event Match, das wird ein Heavyweight Catch der Sonderklasse. Delicious Seduction haben ja die Team Crow Memorial Turnier leider nicht gewinnen können, standen aber immer im Finale. Vielleicht spielt das auch noch eine Rolle im heutigen Kampf. Vielleicht ist da physisch ein bisschen was gerade am Abbauen bei den beiden. Möchtest du mal dein Mikrofon aus dem Bierglas nehmen? Ich bin hier in feuchtfröhlicher Stimmung, es tut mir leid. Ja, das Geblubber ist sich ein wenig verwirrend, aber sei dir gegönnt, der Alkoholkonsum ist etwas, was wir hier bei Ignition nicht verteufeln, auch wenn wir zu gehöriger Vorsicht aufrufen. Ja, was ich sollten jetzt auch die Fans hier walten lassen. Ishii und Edwards prügeln sich da in der Nähe, aber jetzt geht's dann doch Gott sei Dank wieder zurück in den Ring. Ja, nur im Ring zählt's hier bei Ignition. Jetzt gibt es hier den Whip-In gegen Ishii, Eddie Edwards mit einem schönen Hip-Toss. Also wir haben jetzt hier gleich die 5-Minuten-Marke überschritten und bis jetzt ist das hier eindeutig das Match von Edwards. Der hat zuletzt ein größeres Match eben beim SummerSlam gewinnen können. Der ist ein bisschen länger hier als der Japaner. Denkst du, ist das der entscheidende Vorteil oder ist das vielleicht deine Taktik von Tomohiro Ishii? Ich denke, das ist auf jeden Fall der Vorteil hier bei Eddie Edwards. Der hat ja mit Kenny Omega einen ganz großen Namen besiegen können. Und so wie man ihn kennt, hat er bestimmt schon alle richtigen Hinweise zusammengesetzt.
dass er sich hier auch den Sieg holen kann. Er tippt sich sogar schon an den Kopf, als würde er es wissen. Ja, was Eddie Edwards nicht weiß, das macht ihn nicht heiß. Heiß sind wir dagegen auf diese Show und das unter anderem auch, jetzt gibt es ja das Cover von Edwards nur bis 2, weil wir hier heute offiziell verkünden dürfen, wer das zweite Mitglied in der 2021er Klasse unserer Saw Hall of Fame wird. Hast du auch schon die Gerüchte gehört? Gerüchte habe ich natürlich viel vernommen, aber wer es sein will, ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, ich bekomme hier gerade vom Wrestling Nerd einen Zettel zugesteckt. Der Wrestling Nerd weiß immer, wer als nächstes zum Ring kommen wird. Und der Wrestling Nerd weiß auch, wer als nächstes in die Hall of Fame aufgenommen wird. Jetzt muss ich hier das mal kurz lesen. Oi, oi, oi. Powerslam von Tomohiro Ishii. Wir haben hier ja noch ein Match zu callen. Ja, die beiden sind vielleicht auch mal in der Zukunft irgendwann in der Hall of Fame. Im Moment sieht es nicht danach aus. Die erarbeiten sich hier jeden Zentimeter. Ishii, der eigentlich bodenständig ist, geht hier aufs Top Rope und es gibt einen riesigen Backsuplex. Mit dem hat er schon ein Match beenden können. Sensationell. Vielleicht geht die Taktik von Tomohiro Ishii jetzt hier wirklich noch auf. Kann er sich nochmal in die Position bringen, um hier dieses Match doch noch für sich zu entscheiden. Jetzt muss ich hier aber auch mal vorlesen, was auf dem Zettel draufsteht. Ne? Trommelwirbel? Ja. Moment. Trommelwirbel steht hier nicht drauf. Kannst du dich bitte ans Skript halten? Sonst kann ich das nicht machen. Wir nehmen in diesem Jahr tatsächlich den ehemaligen Royal Rumble-Sieger und mehrfachen Saw World Heavyweight Champion Thumbtack Jack in die Hall of Fame auf. Juhu! Ja, herzlichen Glückwunsch, Thumbtack Jack. Ich bin selbst noch nicht lange bei Saw dabei, aber auch ich habe die Geschichten um und von ihm gehört. Meiner Meinung nach vollkommen verdient. Ja, meiner Meinung nach auch. Ich bin da völlig neutral. Tomohiro Ishii kann hier gerade nochmal aus dem Cover auskicken. Also nach dem Backsuplex habe ich schon ein bisschen am Matchverlauf gezweifelt. Aber jetzt hat sich Eddie Edwards da doch wieder zurückgekämpft. Versucht jetzt hier den Japaner in die Ringecke zu befördern. Schleudert ihn dann mit dem Kopf gegen das Turnbuckle und da gibt es einen harten Job hinterher. Unserer ist auch ein harter Job. Das ist korrekt und das war der Yishu. Das könnte das Ende gewesen sein, der Belly-to-Back-Suplex. Jetzt muss sich Ishii hier Edwards nur noch zurechtlegen für den Pin. Tja, und das war's. Das geht. Moment. Genau. Das geht durch. Der Sieger via Pinfall. Ishii Tomohiro. Ja, ein ganz, ganz großer und wichtiger Sieg für Ishii hier an dieser Stelle gegen Eddie Edwards. Das wird bestimmt später mit KGM noch eine weitere Feier geben. Aber Edwards braucht sich nicht verstecken. Das war eine sehr, sehr gute Leistung. Absolut. Ignition ist wieder zurück. Eddie Edwards ist wieder zurück und auch KGM sind heute da. Wir haben jetzt gleich zwei Sachen heute zu feiern. Wir sind gleich wieder zurück, unter anderem mit einem Hardcore-Match, mit einem Tag Team-Match im Main Event und selbstverständlich auch einem Freeway-Match. Listen up.
Dick TV. I am a dick, 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 dick to you. I am a dick, 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 dick to you. Not addicted to me, so ridiculously I'm addicted to you. Dick, 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 dick. I am a dick, 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 dick. I am a dick, 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 dick to you. I am a dick, 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 dick to you. I'm a slave for your kicks. Come and give me a fix. I'm addicted to you. Cocaine can do it like you do it to me. Mommies can take it when you push it on me. And I stick like glue when I'm sniffing you. I'm addicted to you. Dick, 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 dick. I am a dick, 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 dick. Cocaine can do it like you do it to me. My brain can take it when you push it on me. And I stick like glue when I'm sniffing you. I'm addicted to you. And I stick like glue when I'm sniffing you. I'm addicted to you. I am a dick. Wenn die Blüten sprießen, wenn sich Bienchen und Blümchen lieben auf den grünen Wiesen und die Züge nach Füßen riechen, wenn die Türen schließen, merk ich, wie ich wieder diese Frühlingsgefühle kriege. Die ganze Stadt ist voller Schönheitsköniginnen und sogar die Vögel singen ihnen Lobeshymnen mit geölten Stimmen. Da wird mir klar, meine Liebe ist doch unbegrenzt. Wie faszinierend dieses Kunstwerk, Mensch. Und dann möchte ich sie verteilen, diese Liebe, die ich hab. Wozu der ganze Neid, die Intrigen und der Hass, denn egal ob fett und weiß oder abgemagert und schwarz, am Ende sind wir alle gleich wie die Lieder in den Schaf. Wir haben nur so wenig Zeit von der Wiege bis ins Grab und verschwenden sie mit Scheiße, Vitaminen oder Schlaf. Wer hat eigentlich gesagt, dass man mit Liebe seine Miete nicht bezahlt? Ich kauf ein Eis und siedel um in den Park. Denn wenn du ein Mensch bist, hab ich Liebe für dich. Wenn du ein Tier bist, hab ich Liebe für dich. Wenn du ein Baum bist, hab ich Liebe für dich. Ich habe Liebe, ja, Liebe, ja, ja. Wenn du ein Mensch bist, dann hab ich Liebe für dich. Wenn du ein Tier bist, hab ich auch Liebe für dich. Wenn du ein Baum bist, dann hab ich Liebe für dich. Du bist ein Wack MC, ich hab keine Liebe für dich. Ich kann nicht jedem Menschen Liebe geben. Diesen Zustand erreiche ich auch nicht mehr in diesem Leben. Momentan bin ich eher miese Petri. Das so folgende Match ist ein Tag Team Match, festgesetzt für einen Fall zu den Teilnehmern. Zuerst mit einem Gesamtgewicht von 156 Kilogramm, the King of Swerve, Shane Strickland, the Aerial Assassin, Will Ospreay, the Funky Monkey. Wir sind wieder zurück und wir starten mit einem Funky Tag Team Match. Das ist ja unfassbar. Kannst du dich noch erinnern, als die Funky Monkeys Tag Team Champions waren? Ja, in den Köpfen der beiden sind sie es ja irgendwie immer noch, also zumindest in der Spielzeugvariante. Aber wie die beiden denken, muss man ja nur ganz, ganz fest dran denken, dass man weiß, wie man Titel gewinnt, damit man wieder Titel gewinnt. Das erklärt die Funky Monkeys. Da musst du unbedingt eine Doktorarbeit drüber schreiben. Ich glaube, du bist da etwas heißem auf der Spur. Ihre Gegner zum Ring begleitet von Scott Steiner mit einem Gesamtgewicht von 2 Steiners, Ryback Steiner und Big E Steiner, The Steiners!
Jetzt bin ich ja sehr gespannt über die Steiners. Habe ich schon viel gehört und ein bisschen was gesehen in der letzten Staffel. Aber was genau machen die Steiners jetzt hier zurück? Afro, kannst du mir ein bisschen was über die drei sagen? Also ich habe jetzt gerade vom Wrestling gehört, sehr viel über die Steiners gehört. Aber ich kann dir in der Tat sagen, dass die Steiners, und jetzt kommt's, die waren schon Tag Team Champions, bevor die Funky Monkeys da waren. Damals auf der Welt oder im Wrestling? Na gut, wir wollen es nicht übertreiben, das sind ja nicht hier die Balken von ECW, diese verdammten Balken, sondern es sind die Funky Monkeys, das sind ehemalige Sober Tag Team Champions. Also die waren hier noch nicht aktiv, die haben sich noch in den Fantasy-Indies ausgetobt, haben dort ihre ersten Wurzelbäume geschlagen. Da waren die Steiners schon erfolgreich bei Backlash. Jetzt müsste ich allerdings nachschauen, ich glaube, damals waren sie noch zu zweit, hatten also damals schon ein Gewicht von nur zwei Steiners. Mittlerweile sind es drei, auch wenn einer von den beiden heute nur umschauen wird. Jedenfalls haben wir hier zwei Teams im Ring gegeneinander, die vielleicht ihre beste Zeit schon hinter sich hatten, die jetzt aber beide nochmal angreifen wollen. Ich glaube, das wird sehr spannend, wenn wir da beobachten werden, wer sich da durchsetzen kann und wer da vielleicht auch schon zum alten Eisen gehört. Bei den Steiners hat man in der letzten Staffel schon das ein oder andere Comeback-Match gesehen. Die Leistung war nicht verkehrt, läuft immer noch alles super. Aber jetzt in diesem regelmäßigen Auftauchen, den sie haben, in den regelmäßigen Auftritten, wie können sie sich da schlagen? Diese Kraftprotze gleich gegen diese beiden frechen Balgen, die immer rumflippen, das wird natürlich jetzt sehr interessant. Was übrigens sehr für die Steiners spricht, und da sieht man auch, dass nicht nur Kozar Big E erst später dazu gestoßen ist, sondern auch, dass die durchaus ihre erfolgreichen Zeiten hatten, ist, dass Ryback tatsächlich mehr Tag-Team-Matches gewonnen hat, als er verloren hat und auch mehr als Big E überhaupt bestritten hat. Er ist hier erst in seinem 10. Tag-Team-Match bei Saw. Das könnte natürlich der ausschlaggebende Punkt werden. Dabei muss man aber anmerken, die Monkeys haben jetzt die zwei ihrer letzten drei Matches gewonnen, also sind da im Aufschwung. Ich würde mal sagen, statistisch spricht jetzt alles für die Funky Monkeys. Ja, die Monkeys haben sicher den athletischen Vorteil. Die Steiners sind zwar ziemliche Kraftpakete, aber ob die da auf Dauer mithalten können mit den vielen Schrauben und Überschlägen, das wage ich dann doch eher zu bezweifeln. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass der mit den meisten Überschlägen die meisten Titel gewinnt, denn ansonsten wäre ja Ricochet schon dreifacher Saw World Heavyweight Champion, aber gegen die Steiners könnte das vielleicht doch zum Erfolg führen. Könnte es durchaus. Die Geschwindigkeit ist hier natürlich das Mittel der Funky Monkeys, damit könnten sie durchkommen. Aber wenn so ein kleiner Funky Monkey, also jetzt klein im Vergleich zu den Steiners, auf einen so einen Muskelberg oder so einen Kampfkoloss prallt, der prallt ja ab. Da möchte ich doch sehen, wie so ein Steiner gefällt wird. Ja, das bekommt jetzt hier auch gerade Shane Strickland zu spüren. Ryback Steiner wird eingewechselt, da gibt es einen Gutbuster und dann gibt es einen Big Boot hinterher. Sehr gutes Tag Team Wrestling hier von den Steiners. Dann gibt es sogar diesen Neckbreaker. War das gerade ein Flip von Ryback? Ja, ist denn sowas erlaubt? Ein Flip gegen den Flipper? Mit den eigenen Waffen geschlagen, die Funky Monkeys. Also besiegt sind sie noch nicht, aber geschlagen wird Shane Strickland hier jetzt schon ziemlich von den beiden Steiners. Scott ist da am Ringrand auch. Der Patriarch der Steiner-Familie, möchte ich fast sagen, der pusht hier seine Leute nach vorn. Er sagt, tritt nochmal zu, hau ihm nochmal ins Gesicht und dann hol den Sieg. Ich würde es tun. Ja, Scott Steiner hat sich vorher natürlich wieder die Siegchancen ausgerechnet. Die stehen ganz gut, also laut ihm zumindest. Und vielleicht hat er ja dort rechnerisch schon festgemacht, wie sie und wann sie den Sieg holen. Minuten werden die Steiners ja wahrscheinlich nicht bezahlt.
Das denke ich auch nicht. Oh, da haben wir es gerade gesehen, wie ein Monkey an den Snyders abprallt. Ja, da hattest du völlig recht. Ja, da muss schon eine andere Taktik kommen, vielleicht auf die Beine gehen, aber auf den Rücken fliegt jetzt erstmal Will Ospreay durch den Suplex. Die Steiners sind wieder Vollzeit bei Ignition, darauf haben viele Fans sehr lange Zeit gewartet, dementsprechend werden die hier in Minnesota auch angefeuert, aber ich glaube auch die Funky Monkeys haben ihre Fans. So oft kommt ja Ignition nicht in diesen wunderschönen Start, ich glaube vor einem Jahr ist es das letzte Mal passiert. War jetzt eine suboptimale Wortwahl, aber uns passiert immer wieder, dass wir in irgendwelchen Städten auftauchen und dann dort auf einmal wresteln müssen. Also was halt so sich ergibt. Ne? Ja, solange wir noch in die Städte reingelassen werden, ist alles gut. Genauso wie jetzt Big E Langstensteiner ins Match reingelassen wird und erstmal Ospreay richtig schön umwämst. Camel Clutch jetzt hier von Big E Steiner gegen Ospreay. Den hat er tatsächlich 3 Sekunden lang gehalten, bevor dem Steiner die Luft ausging. Ja, das ist jetzt nichts, was hier irgendjemanden groß verwundern wird. Es gibt das Cover gegen Ospreay, aber das geht nicht mal bis null. Ja, Scott Steiner hat es bestimmt ausgerechnet. Das waren 0,974 Sekunden, die hier da am Boden gelegen ist. Das ist natürlich noch viel, viel zu wenig. Und Ospreay hebt hier Big E hoch, um Gottes Willen. Der Stormbreaker, der Neckbreaker. Stormbreaker gegen Big E und jetzt setzt hier Will Ospreay weiter nach. Will jetzt hier vielleicht auch schon den Canadian Destroyer zeigen und tatsächlich gibt's den auch gegen Big E. Zieht ihn danach in die Ringmitte und dann setzt der Engländer zum Cover an und das geht bis 3. Mal den Wrestling-Nerd an. Die Sieger via Pinfall, Shane Strickland und Will Ospreay, The Funky Monkeys! Danke. Ja, das ist doch mal ein Comeback nach Mars, hier nach 5 Minuten, die 5 Minuten Terrine. Schön verloren. Da muss jetzt natürlich die Taktik überdacht werden und die Funky Monkeys einen Schritt näher dran zurück am Tag Team Gold. Ja, die Funky Monkeys haben sich erinnert, wie man Matches gewinnt. Die Steiners müssen da erstmal noch ein bisschen weiter in ihrer Vergangenheit graben. Wer weiß, was die da noch so alles finden. Das könnte noch sehr spannend werden. Spannend bleibt auf jeden Fall auch die erste Folge der 7. Staffel. Wir sind gleich wieder zurück. Clap along if you
immer mitten in die Fresse rein.
Das folgende Match ist ein Hardcore-Match, festgesetzt für einen Pole. Zu den Teilnehmern. Zuerst aus Winnipeg, Manitoba, Kanada, mit einem Gewicht von 105 Kilogramm, Y2J, Chris Jericho! Wir sind zurück mit einem Hardcore-Match und wir sehen hier Chris Jericho zum Ring kommen, der bei Saw schon Hardcore-Matches gewrestelt hat, bevor das Wrestling überhaupt erfunden war. Ja, Hardcore ist es in der Tat. Hardcore ist auch, was Jericho gerade so statistisch vorzuweisen hat. Das waren nämlich 3 Niederlagen in Folge. Deswegen müssen wir mal hoffen, dass er hier in dieser Hardcore-Partie jetzt nicht auf Halbmast hängt, sondern volle Kanone gibt. Ja, und in einem Hardcore-Match sind auch Kanonen legal. Insofern sind wir hier auf alle Schandtaten vorbereitet. Zumal hier jetzt Chris Jericho mit einem ehemaligen Champion zu tun hat. Und sein Gegner aus Live Oak, Florida, mit einem Gewicht von 120 Kilogramm, The Big Deal, Tigers O'Neill! Ja, wo wir gerade bei Kanonen waren, da kommt der Big Deal, Tigers O'Neill. Eine große Sache war auch sein letztes Match, da hat er nämlich den 8-Man First Blood Titel leider verloren. Aber da braucht er sich nicht zu schämen, denn bisher hat jeder Champion diesen Gürtel sofort verloren. Vielleicht schafft es ja der aktuelle Champion, aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Ja, außerdem ist Titus O'Neil sehr erfahren im Verlieren von Titeln. Ja, da geht's aber mal ganz flott los. DDT und ein Pin nur bis 1, aber da hat der Veteran Jericho durchaus mal überraschen können. Ja, Chris Jericho, jetzt muss ich mal kurz nachrechnen, wie viele Matches hat er schon bestritten? Ich würde sagen, ja. Also dreistellig ist es auf jeden Fall. Vielleicht gibt es ja irgendjemanden, der zuschaut, der in Mathe etwas besser drauf ist als wir beide und mehr als das 1x1 drauf hat. Das 1x1 der Wrestling-Schule hat auch Chris Jericho drauf. Mit diesem Whip haut er Titus in die Seile, hüpft ein paar Mal drüber und zeigt einen wunderbaren Armtoss oder Hip-Toss. Ja, ich habe jetzt gerade hier mit Professor Dr. Scott Steiner mich unterhalten und tatsächlich ist das 226. Match von Chris Jericho. Und da kann er immer noch Leute überraschen. Also, genauso wie Titus, der Jericho hier in die Seile wirft. Er zeichnet ihn. Auch das ist in einem Hardcore-Match legal, insofern kein King-Shaming hier bei Ignition. Was es dagegen gibt, ist ein harter Vertical Suplex von Titus O'Neil gegen den Kanadier, der 2007 bei Saw debütiert ist. 2007, da war ich noch ein Kind. Ja, auch heute sind wir noch alle Kinder im Herzen. Jung geblieben wie eh und je. Jung geblieben auch Jericho hier bei diesem Small Package, was aber ein bisschen an seinem Alter liegt. Aber auch die Aktion war sehr schön anzusehen. Das geht doch nicht. Ja, das geht in der Tat nicht, dass Jericho jetzt einfach in die Zuschauer verschwindet. Sich da jetzt schon ausruhen muss. Von dir gibst, würde ich auch gerne in die Zuschauer verschwinden. Das ist einfach nicht okay.
Ja, nicht okay ist es jetzt auch, wenn hier die Zuschauer zu Schaden kommen. Da müssen die beiden doch bitte, bitte aufpassen. Obwohl ich gehört habe, dass bei Ignition das Budget ein bisschen lockerer und höher angesetzt ist als bei anderen Brands. Ja, wir haben hier gleich die Zuschauergrenze überschritten. Zumindest haben das Titus O'Neil und Chris Jericho. Die gehen hier direkt in den schwarzen Bereich hinein. Apropos schwarz, da wird es ganz schön dunkel gleich. Ja, zum Glück gibt es bei uns nur die besten Lichter, damit auch Jericho sieht, wie hier Titus O'Neil perfekt den Uppercut verpassen kann. Doch der wehrt sich. Ich mache mir hier wirklich Sorgen um die Zuschauer. Ja, was viele nicht wissen, außer die, die hier da sind, dass man bei Ignition tatsächlich vor Beginn der Show unterschreiben muss, was man nicht alles hier bei der Show erleben kann und worauf man sich gefasst machen muss. Man darf Ignition tatsächlich nicht verklagen. Das hat unser CEO, der ja letztes Jahr hier eingesetzt wurde, ganz deutlich gemacht, dass das jeder einzelne Zuschauer hier unterschreiben muss. Unter anderem könnte es sein, dass man Chris Jerichos Small Package zu sehen bekommt. Es kann sein, dass man Teil eines 8-Way First Blood Elimination Matches wird. Und es kann auch sein, dass man unser Geplapper ertragen muss. Wegen nichts davon darf man so verklagen. Und ich glaube, wir sind uns einig, wenn ich sage, da haben wir viel Glück gehabt. Das ist in der Tat der große Vorteil. Auch bin ich echt froh, dass ich jetzt nicht in diesem Match stehen muss und hier so durch die Gegend geprügelt werde. Vielleicht sollte der Schiedsrichter die beiden nochmal daran erinnern, dass es kein False Count Anywhere Match ist, sondern ein Hardcore Match, das im Ring enden muss. Das ist leider nicht ganz richtig, weil so Hardcore Matches traditionell überall beendet werden können. Aber dazu zählt natürlich auch der Ring, also warst du nicht völlig falsch. Gut, dann möchte ich nichts gesagt haben, aber auf jeden Fall scheinen die beiden keinerlei Absichten zu haben, das Match hier irgendwie beenden zu wollen. Also ich habe schon ein paar Prügeleien gesehen, wo die Kontrahenten eher am Boden gelegen sind als die beiden. Das muss man ihnen auf jeden Fall lassen. Es geht hin und her und ich sehe hier keinen, der einen Vorteil draus ziehen kann gerade. Ja, in der Tat, wie ein mittlerweile im Ruhestand befindlicher Kommentatorenkollege zur Genüge zu sagen pflegte, hier geht's hart zu in diesem Hardcore-Match, das haben wir uns so erwartet. Chris Jericho mit seinen 4372 Saw-Matches, der hält hier gut mit Titus O'Neil, der noch nicht ganz so lange bei Saw aktiv ist, aber auch schon mehrere Titel gewonnen hat. Nicht umsonst hat er, das haben wir jetzt auch schon zu Genüge erwähnt, 7 Leute in einem Match besiegen können, indem er als letzter geblutet hat. Und auch hier hat sich bis jetzt noch keine Platzwunde geöffnet, was bei dieser Prügelei jetzt alles andere als realistisch und wahrscheinlich ist. Also da hätte ich mir das schon schlimmer vorgestellt. Wo will jetzt Chris Jericho hin? Ja, das wird er sich wohl jeden Tag fragen, wenn er aufsteht. Titus O'Neil, nochmal ganz interessant. Er hatte bisher ein einziges Hardcore-Match und das hat er verloren. Also auf der Niederlagenstraße kennt sich Titus O'Neil in letzter Zeit leider sehr gut aus. Jericho ist sich jetzt der Lage bewusst, geht zurück in den Ring, wo er sich im Vorteil sieht. Vielleicht kann da dann jemand mal das Match zu seinem Vorteil bewegen. Ja, Titus O'Neil, der sollte sich dringend mal ein bisschen drum kümmern, organisierter zu werden, denn der verliert nicht nur Titel und Matches. Heute hat er auch seinen ehemaligen Tag-Team-Partner Shelton Benjamin verloren und hat da
zurück in der Halle und wir sehen hier den Mann zum Ring kommen, der fünfmal schon Saw World Heavyweight Champion war, bevor es Ignition überhaupt gab. Das folgende Match ist ein Singles-Match festgesetzt für einen Fall. Zu den Teilnehmern. Zuerst aus Tulsa, Oklahoma, mit einem Gewicht von 128 Kilogramm. Goldberg! Ja, da sind wir schon bei einem der ersten ganz, ganz großen Highlights dieser Show. Goldberg tritt heute an und dann auch noch gegen Suicide, der vielleicht auch noch seine Squad mit im Gepäck hat. Da freut sich doch jeder Mann, jeder Frau, jeder Diverse. Es ist ein wunderschöner Tag und dann haben wir auch noch dieses Match. Ach, ich freue mich! Suicide stand im Finale des King of the Ring dieses Jahres, also der hat da auch was geschafft, was zumindest Goldberg nie geschafft hat. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt jemals am King of the Ring teilgenommen hat. Ins Finale hat das jedenfalls im Zweifel doch ein Stückchen mehr wiegen, aber vielleicht ist ja auch heute wieder Suicide für eine Überraschung gut. Sein Gegner, er wird zum Ring begleitet von Daft Trunk aus der County North Carolina mit einem Gewicht von 99 Kilogramm. Er ist YouTubes most daring content creator, Suicide! Ja, und für alle, die sich beschweren, warum es im September schon Lebkuchen im Supermarkt gibt, hat hier Suicide ebenfalls im September zwei Christbaumkugeln mit zum Ring gebracht. Also ich weiß nicht, wie du hier was sehen kannst. Ich bin spontan erblindet vor Grelligkeit. Sind denn alle schon im Ring? Tatsächlich nicht. Interessanterweise sind zwei Leute im Ring und niemand davon hat bestreitet jetzt ein Match. Jetzt kommt auch Suicide zwischen die Seile. Der Meister begibt sich herab zu uns Pöbel, um jetzt hier gegen Goldberg zu wresteln. Ja, die Warnung kam für die Zuschauer da definitiv zu spät. Ich gebe Suicide 4 Minuten. Ah, ich höre eine Ringglocke und spontan habe ich auch wieder Augenlicht und sehe, wie Goldberg ist und einfach mal Suicide durch den Ring schleudert, als wäre er nichts als eine kleine leichte Feder. Ja, und da gibt es jetzt auch schon einen Armbar. War das schon die letzte Aktion in diesem Match? 30 Sekunden konnte sich Suicide halten, aber er kann tatsächlich dem Armbar entkommen. Ja, das war einfach unnachahmbar, wie er da aus dieser Aktion rausgekommen ist. Und Suicide, der schlägt sich ja durchaus ein wenig besser, als man es vielleicht vermuten könnte gegen einen Goldberg. Bekommen wir eigentlich eine Gefahrenpauschale dafür bezahlt, dass wir hier immer neben einem Pfarrer kommentieren müssen? Also dem Pfarrer habe ich schon mein letztes Gebet gegeben, da ist schon alles geklärt. Falls ich von Goldberg überrumpelt oder doch von der Suicide Squad mit permanenter Blindheit bestraft werde, aber ich hoffe natürlich aufs Beste. Genauso wie Suicide hier nur hoffen kann, weiter dran zu bleiben, wie er hier Goldberg per Kopfschere auf den blanken Boden befördern kann. Ja, ob es jetzt hier auch für Suicide
oder vielleicht doch für Goldberg die letzte Ölung gibt, das erwarten wir hier ganz gespannt. Schöner Spin-Kick vom maskierten King of the Ring-Finalisten. Jetzt geht's hier aber zurück in den Ring und Goldberg macht da kurzen Prozess, eine harte Rechte und dann gibt's da hinterher, ich glaube, ein Powerslam soll das werden, jawohl! Ungespitzt in den Ringboden gehämmert und nochmal ein paar mehr Ellbogen hinterher gehämmert. Schön am Handwerken wieder der Goldberg. Ich gebe Suicide noch 1,5 Minuten. Ja, die Uhr tickt. Warten wir gespannt ab, ob wir Suicide da Unrecht tun, aber der Matchverlauf gibt uns bisher recht. Wieder gibt es hier eine Camel-Clutch-Variante. Wieder kann sich Suicide draus befreien, aber Goldberg gibt die Kontrolle dann nicht ab. Schöner Dragon Screw und da wird das Bein bearbeitet. Ja, Goldberg, der ist dafür bekannt, dass er sich Körperteile seiner Gegner aussucht und die dann einzeln mit seinen harten Submissions vernichtet. Das war immer schon seine Taktik und nein, das sorry. Ja, viele wissen nicht, was für ein Submission-Spezialist ein Goldberg durchaus mal sein kann, wenn er denn möchte und Lust hat. Vielleicht reißt er sich auch ein Bein ab, als wäre es ein Chicken Wing und verspeist es im Ring. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, Suicide hat eine ordentliche Lebensversicherung abgeschlossen. Ja, damit wäre der Alkoholvorrat von Death Drunk sicher auf Jahre gesichert. Aus dem Cover kommt Suicide jetzt hier raus. Möchten wir uns vielleicht kurz darüber unterhalten, was wir heute schon alles gesehen haben. Unter anderem haben wir schon Delicious Seduction gesehen, die da im Ring waren und tatsächlich auch was gesagt haben. Ja, und nicht nur Matt Hardy, sondern tatsächlich auch ein Braun Strowman. Der ist ja eher dafür bekannt, dass er ja nichts sagt. Und der hat ja durchaus einen ordentlichen Redeschwall drauf, dass sogar ein Matt Hardy ein wenig überrascht hat. Überrascht ist jetzt auch Goldberg vom Like and Subscribe von Suicide, kickt aber nochmal aus bei 2. Da wäre die Sensation schon fast perfekt gewesen. Jetzt können wir aber weiter über die Champions reden. Ja, die Champions haben eine Herausforderung an alle Teams ausgesprochen. Sie haben sich selbst als sehr dominant bezeichnet und wollen auch weiterhin dominante Champions bleiben. Mal schauen, wer diesem Ruf denn dann auch folgt. Oh, ich glaube, das gibt keine Sympathiepunkte bei den Fans, wenn man sich so bezeichnet. Das dürfen nur die Dominantesten, genauso wie Suicide hier gerade sehr dominant mit dem eigentlich sonst dominanten Goldberg umspringt. Was ist denn hier los? Da bin ich auch mal überrascht. Jetzt muss ich
und Drew Gulak im selben Ring. Mit Shinsuke Nakamura hat Drew Gulak in der letzten Staffel schon ein KGM-Mitglied besiegt. Konosuke Takeshita hat sich auch geschlagen geben müssen gegen Gulak und jetzt treffen sie wieder aufeinander. Mal schauen, ob Takeshita diesmal den Sieg für sich verbuchen kann als kleine Revanche. Ja, und nicht nur das, auch der Nächste mit dem Nächsten hat Drew Gulak eine lange, lange Vergangenheit tatsächlich. Das haben wir alle miterlebt. Ja, und hier ist er auch schon. Und last but not least, aus Kagoshima, Japan, mit einem Gewicht von 86 Kilogramm, The Golden Star, Kota Ibushi! Ja, da kommt der ehemalige, leider Initial Ignition Champion, Kota Ibushi. Der wird natürlich alles daran setzen, sich wieder zurück zu seinem Titel zu kämpfen. Und mit Drew Gulak und Takeshita ein Landsmann, bei dem man ja Gerüchte vernimmt, bei Ibushi meine ich natürlich, dass der eventuell ein wenig mit KGM anbandelt. Vielleicht sieht man da ja schon eine kleine Zusammenarbeit in diesem Match. Ja, und da haben wir eben das, was ich meinte, mit Gulak und Ibushi. Die beiden hatten eine erbitterte Fehde. Ja, wobei eigentlich kann man das schon fast nicht. Ja, es ist schwierig zu beschreiben, was die beiden da hatten. Auf jeden Fall hatte Drew Gulak seinen Titelshot eingelöst, den er dank des NXT-Titles hatte, konnte sich den Titel aber nicht von Kota Ibushi ergattern. Ja, und das nagt ganz bestimmt noch an einem Drew Gulak, so erfolgsversessen und besessen, wie er ist. Aber er lehnt sich erstmal ein wenig entspannt in die Ecke, wenn Ibushi hier einen schönen Suplex zeigt. Ja, er weiß natürlich von beiden, wie hart die zuschlagen und denkt sich dann natürlich, wenn die sich gegenseitig verprügeln, kommt mir das nur zugute. Also nutze ich das doch direkt mal aus. Jetzt allerdings ist er hier mit seinem, ja, ich möchte fast schon Nemesis sagen, zugange. Mit Kota Ibushi lässt von dem jetzt aber ab und geht stattdessen auf Konosuke. Ja, der zeigt noch ein wenig des jugendlichen Übermuts und lässt sich erstmal feiern. Groß hat es ihm jetzt noch nicht geschadet, auch wenn jetzt ein wenig durch den Ring geworfen wird. Und das ist übrigens Takeshitas 10. Match bei Ignition, also noch ganz, ganz frisch. Von diesen 10 Matches hat er ein einziges gewinnen können und das war gegen Eddie Edwards. Ja, das dauert natürlich, hier sich bei Sword zurechtzufinden. Da kann man noch so talentiert sein. Die ersten Matches sind fast immer Niederlagen. Und da hatten wir übrigens eben nach 1,5 Minuten schon fast das Matchende gehabt. So schnell schon einen Two-Count sieht man nicht gerade oft. Und jetzt, es sieht fast so aus, als wollte Ibushi den Sack schon zumachen. Aber nein, stattdessen sehen wir hier die Blue Thunder Bomb von Takeshita. Ja, und jetzt haben wir auch Drew Gulak wieder im Ring. Ja, fast wäre hier wieder die 5-Minuten-Terrine à la Steiners aufgemacht worden, aber alle Parteien hängen noch im Match drin, sind noch durchaus frisch, sind vielleicht auch von der Ausdauer, was die Körperlichkeit angeht, ein wenig besser ausgestattet. Gulak hat die Pause auf jeden Fall nutzen können hier mit diesem harten Knie in den Magen. Ja, und jetzt zeigt Kota Ibushi, warum er zu Recht so lange Initial Ignition Champion war. Am Anfang noch etwas überrumpelt vielleicht von diesem Three-Way-Match, schafft er es jetzt doch zumindest einen Two-Count schon mal zu erreichen gegen Drew Gulak. Ja, und dem gefällt das natürlich überhaupt nicht, dass er hier schon wieder scheinbar der Unterlegene in diesem Match ist. Ja, unterlegen war Drew Gulak alles andere gegen Shinsuke Nakamura in der letzten Staffel. Da hat er sich im Main Event des Staffelfinales den Sieg holen können. Das bringt natürlich eine Menge Momentum mit und auch ein wenig Wundsalbe fürs Ego.
natürlich will Gulak hier weiter dran ansetzen, aber Ibushi hier mit einem wunderbaren Pelikick. Ja, wir haben Drew Gulak eben ja schon gehört. Er hat sehr viel über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft geredet. Auch was in seiner Zukunft liegt, ein Titelgürtel, so sagt er selbst zumindest. Da wäre ein Sieg in diesem Three-Way natürlich der perfekte Wegbereiter dafür. Denn gerade wenn er hier Takeshita pingeln sollte, da dessen Kollege Shigehiro Irie ja der Champion ist, aber auch ein Sieg gegen den ehemaligen Champion wäre natürlich schon sehr, sehr wichtig. Ja, sei es von der Message mit einem Sieg gegen Takeshita oder doch für das Ranking und als klares Statement gegen den ehemaligen Champion Ibushi. Gulak will hier den Sieg, aber Takeshita, der putscht sich nochmal auf. Der möchte hier endlich mal seinen zweiten Sieg feiern. Verdient hätte er sich. Ja, und da macht Gulak es wirklich, wirklich schlau. Er wartet, bis Takeshita Ibushi in die Ringecke schleudert und gibt ihm dann diesen Ellbogenstoß in die Kniekehle. Und da ging das Cover auch schon fast bis 3. Jetzt liegt hier Kota Ibushi am Boden. Auch der soll nun gepinnt werden, aber auch das geht nur bis 2. Ja, Gulak hier mit einem wunderschönen Suplex, aber auch hier geht das Cover nur bis 2. Ja, wir reden hier jetzt lange über einen Drew Gulak. Der hat hier weiterhin den Drücker in der Hand, zeigt eine wahnsinnige Powerbomb. Und ich glaube, so langsam kann Gulak hier den Sack echt zumachen. Ja, könnte man denken, aber da gibt es jetzt auch wieder Aktionen von Kota Ibushi. Aber dennoch merkt man die Aggressivität eines Drew Gulak, vielleicht auch noch immer etwas aufgeputscht durch das Titelmatch in der Vorwoche um den A-Grey First Blood Elimination Title, den er verloren hat, oder das Match, das er verloren hat, glaube ich, durch Cetariman. Und jetzt haben wir hier eine Submission, eine Armbar angesetzt hier von Kota Ibushi mitten im Ring. Und ich habe gerade schon kurz gedacht, Takeshita hätte getappt, aber nein, das Match geht weiter. Ja, das war mal wieder unnachahmbar. Heute wieder die Show. Zum zweiten Mal haben wir diese Aktion gesehen. Es hat fast ein wenig gewirkt, es hätte Kota Ibushi hier mitbekommen, dass Takeshita einfach noch nicht aufgeben wollte oder einfach nicht aufgeben will. Und Andrew Gulak, auch der setzt doch mal die Submission hinterher. Und jetzt sehen wir hier, oh, ich bin mir gerade unsicher, ob das der Kamigoye war. Sah auf jeden Fall sehr, sehr merkwürdig aus dieser Position. Ja, getroffen hat's auf jeden Fall. Gulak liegt am Boden und Ibushi, der reißt sich da jetzt seine wunderschönen Haare aus, obwohl er eigentlich bloß noch eine heftige Aktion zeigen müsste, jetzt wo Takeshita da draußen liegt. Ja, und kaum sagen wir es, da kommt der auch wieder in den Ring zurück. Und oh, wunderschöne German Suplex hier von Takeshita gegen Kota Ibushi. Und jetzt geht er auch auf Drew Gulak los. Ibushi außerhalb des Rings. Oh, da geht es erstmal für Drew Gulak mit dem Hals auf das Ringseil. Takeshita setzt das Cover an und das geht nur bis 2. Ja, das ist eine durchaus knappe Angelegenheit, aber alle drei machen das sehr, sehr schlau. Ein Teilnehmer wird immer ein wenig aus dem Ring befördert, damit man hier nur gegen einen antreten muss und sich dann doch noch schnell den Sieg holt. Jetzt Takeshita mit einem schönen Brainbuster aufs Knie und auch nochmal die Blue Thunderbomb gegen Ibushi. Jetzt tritt der Junge so richtig auf. Das Cover hier hinterher. Und Gulak, ja, wollte er das Cover unterbrechen oder den Referee treffen, was auch immer er wollte. Er hat den Referee getroffen und da gibt es einen Cutter hier von Takeshita gegen Gulak, der sich hier erstmal aus dem Ring rollt. Ja, war das eine Art KKO von Takeshita hier? Vielleicht bringt es ihm nichts,
Und hier Ibushi mit dem Einroller nach einer Kopfschere und wieder ein ganz, ganz knappes 2. Ah, dieses Match hier, wir sind noch nicht mal bei der Hälfte der offiziellen Matchzeit und es könnte hier jede Sekunde schon vorbei sein. So gehen diese drei hier ab, also die zeigen wirklich, sie sind auf jeden Fall bereit, ja, vielleicht für ein Titelmatch, vielleicht wieder für ein Titelmatch, je nachdem. Und, oh, wieder schön in die Kniekehle hier von Gulak. Jetzt gibt es das Cover wieder gegen Takeshita. Aber auch das geht nur bis 2. Ja, da wollte Takeshita einen German Suplex anbringen, höchstwahrscheinlich. Und Gulak rennt einfach in ihn hinein, um sich hier den Pin zu holen. Also, wo es am Anfang noch danach aussah, dass jeder so sich seinen Gegner ausgesucht hat, kämpfen die drei jetzt wirklich mit allen Mitteln gegeneinander. Zur Not auch gegen 2. Man merkt schon ein wenig, wie die Kräfte schwinden und jetzt unbedingt ein Ende kommen soll, wie hier nach dieser Powerbomb. Und das geht durch und Gulak gewinnt. Der Sieger via Pinfall, Drew Gulak. Ja, das war doch mal ein Statement nach Maß von Drew Gulak. Hier mit diesem Sieg kann er sich einen Schritt näher an ein Titelmatch ranheften. Das würde er bestimmt mit sich tragen und wie wir ihn kennen, wieder in die Welt hinaus posaunen. Ja, und damit hat er zwar in einem Non-Title-Match, aber er hat gezeigt, er kann einen mittlerweile ehemaligen Initial Ignition Champion besiegen, im Ring bis 3 auf der Matte halten. Und ich glaube, das gibt ihm nur noch mehr Wind, jetzt wieder nach dem Titelgold zu greifen. Aber
It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. Match ist ein Singles Match festgesetzt für einen Fall zu den Teilnehmern. Zuerst, er wird zum Ring begleitet von Mick Foley aus Panama City Beach, Florida, mit einem Gewicht von 95 Kilogramm. The Merc, Eddie. Ja, Adam Cole wird zum Ring begleitet von Mick Foley, bei dem wir ja wochenlang befürchtet haben, dass Adam Cole ihn nur ausnutzen will mit seinen ganzen Spielchen und den Medikamenten im Wasser. Aber wie sich letzte Staffel herausgestellt hat, Adam Cole wollte und will Mick Foley weiterhelfen. Jetzt ist es natürlich interessant, ob Mick Foley hier Adam Cole auch zu einem Sieg verhelfen kann, denn der hat die letzten drei seiner Matches alle verloren. Das wird sehr, sehr interessant zu sehen sein, ob Adam Cole hier einen Sieg einfahren kann. Ja, denn auch Kid ist nicht gerade unerfolgreich in der letzten Zeit. Und sein Gegner, er wird zum Ring begleitet von Daniel Bryan aus Calgary, Alberta, Kanada, mit einem Gewicht von 88 Kilogramm, The Workhorse, Tyson Kidd! Ja, da konnte man kurz meinen, dass Daniel Bryan hier heute antritt, bis ihn Tyson Kidd hier doch noch überrundet. Ja, auf jeden Fall freuen sich die beiden. Es sieht noch alles gut aus, auch wenn die beiden bald in einem Number One Contender Match gegeneinander antreten, um den Herausforderer auf Zack Sabre Jr. hier festzumachen. Aber vielleicht kann Adam Cole ja ein kleines Wörtchen mitreden, wenn er hier den Erfolg gegen Kidd schafft. Ja, natürlich halten die beiden immer noch zusammen. Das ist ein rein sportlicher
Wettkampf zwischen den beiden. Natürlich wollen beide ein Titelmatch haben, das ist ja ganz klar. Ich meine, wir haben Ryan fast schon raketenhaften Aufstieg im letzten Jahr miterlebt. Wir haben Tyson Kidd's wunderbare Regentschaft als Initial Ignition Champion mitbekommen. Wir haben mitbekommen, wie er seinen Mentor als King of the Ring abgelöst hat. Also klar werden die beiden sich gar ein erbittertes Match liefern, aber sie werden trotzdem, und da bin ich mir sicher, weiterhin Freunde bleiben, weiterhin zusammen im Löwen-Movement bleiben, denn das ist dann doch nochmal eine Stufe über einem Titelmatch. Da bin ich mir sehr sicher. Ja, da bin ich mir auch sehr, sehr sicher, solche freundschaftlichen Rivalitäten im Wrestling, die halten immer zusammen, da gibt's niemals Streit oder irgendwelche Differenzen, weil jemand gewonnen hat und der andere verloren hat und verlieren musste. Da wird nichts den Bach runtergehen und alles ist super. Genauso wie fürs Adam Cole, das gerade hier sehr super ist, der hier in der Anfangsphase erstmal ein wenig dominieren kann. Ja, Adam Cole natürlich auch in letzter Zeit schwer, man möchte sagen, emotional mitgenommen, könnte man da schon fast sagen. Wir haben es am Ende der letzten Ignition-Staffel mitbekommen. Sein Mentor Mick Foley, als er uns allen und TJ Perkins nochmal dargelegt hat, was denn überhaupt mit Mick Foley los ist, in was für einem körperlichen und geistigen Zustand der sich eigentlich befindet, und das nimmt jemanden wie Adam Cole natürlich mit. Von daher ist es für mich auch beeindruckend, dass er das jetzt trotzdem so hinten anstellen kann und sich so aufs Match konzentrieren kann. Ja, und konzentriert sind hier auch die Tritte ins Gesicht von Tyson Kidd. Da tritt Cole dem König ins Gesicht, das wird ihm natürlich alles andere als gefallen. Aber ja, Adam Cole, der hatte jetzt ein Match mit Zack Sabre Jr., der war ganz nah dran, wieder am SAR World Heavyweight Championship Titel, und der will natürlich da weiter dranbleiben jetzt. Ja, das ist natürlich auch klar, aber ich persönlich denke, es wäre jetzt auch mal Zeit für jemand Neuen. Von daher bin ich über diese Konstellation Daniel Bryan, Tyson Kidd doch eigentlich ziemlich froh. Beide haben ja, wie schon erwähnt, gezeigt, dass sie es drauf haben. Und ja, Tyson Kidd zeigt jetzt zumindest hier in einer ersten Gegenoffensive, dass auch er es mit einem Adam Cole aufnehmen kann. Ja, dass ein Tyson Kidd jeden schlagen kann, wenn er will, das hat er gezeigt, als er sich King of the Ring, also das Turnier gewonnen hat und sich nun König des Rings nennen darf. Ja, Adam Cole in der Anfangsphase noch recht dominant gewesen. Jetzt kommt Tyson Kidd hier langsam zurück. Ja, und wie du schon gesagt hast, ein Zack Sabre Jr. gegen einen Tyson Kidd oder einen Daniel Bryan, das würde natürlich wahrscheinlich ein Technikfeuerwerk versprechen, dass ich mich sehr, sehr freue. Ja, und da sehen wir jetzt das Cover hier von Adam Cole gegen Tyson Kidd. Aber das geht hier erstmal nur bis 2. Und von daher macht Adam Cole natürlich direkt hier weiter, schlägt und tritt weiter auf Tyson Kidd ein und lässt ihm einfach keine Ruhe. Ja, da habe ich mich echt überrascht gezeigt, dass Adam Cole hier aufs oberste Seil steigt. So bodenbasiert, wie er hier bisher arbeitet, mit Tritten und Schlägen und Tyson Kidd überhaupt nicht auf die Beine kommen lassen will. Aber mit dieser überraschenden Kopfschere oder Hurricane Rana hat er schon mal ein knappes 2 für sich gewinnen können. Ja, Tyson Kidd jetzt außerhalb des Rings, was Adam Cole natürlich erstmal zu einer kurzen Verschnaufpause nutzt. Aber da ist Kidd wieder im Ring und zeigt, ja, nee, mit mir machst du das nicht, und befördert hier Cole erstmal in die Ringecke. Und jetzt gibt seinerseits Schlag um Schlag hier gegen den ehemaligen Söldner. Ja,
Ja, vorher sagte ich noch, dass Tyson Kidd und auch ein Daniel Bryan doch eher technische Wrestler sind. Und schon kommt Tyson Kidd hier mit diesen harten Vorarmschlägen ins Gesicht. Da verschlägt sogar mir die Sprache. Genauso wie Cole hier die Beine wegschlägt und der erstmal auf dem Boden aufprallt. Aber was für eine Aktion hier von Tyson Kidd. Ich könnte den auch nicht mal benennen, selbst wenn ich es wollte. Und jetzt sehen wir, ja, wir sehen hier natürlich ein Adam Cole, der kennt die Tricks, die man hier verwendet. Da wird jetzt erstmal das Ringpolster der einen Ringecke gelöst. Jetzt geht's für Tyson Kidd aufs oberste Ringseil. Und da gibt es den Ansatz und nicht nur den, da gibt's den Corona-Kick gegen Tyson Kidd. Cole setzt hier zum Cover an und das ist der Sieg. Sieg durch Corona. Der Sieger via Pinfall. Ja, und da überrascht Adam Cole, wollte ich sagen. Natürlich ist es keine Überraschung, wenn ein Adam
Match festgesetzt für einen Fall und der Main Event der heutigen Sendung zu den Teilnehmern. Zuerst, sie repräsentieren das LOL Movement mit einem Gesamtgewicht von 269 Kilogramm. Digga Tucker Knight, Dozer Otis Dozovic, Heavy Machinery. Jetzt im Main Event wird's nochmal richtig heavy mit Otis und Tucker. Heavy Machinery. Es geht wieder wunderschön Baustellen Metal und sie treten heute hier gegen die Tag Team Champions an. Gesamtgewicht von 282 Kilogramm. Sie sind die amtierenden Saw World Heavyweight Tag Team Champions. The Silver Tongue Seducer Braun Strowman, Broken Matt Hardy, Delicious Seduction.
Braun Strowman ist durchaus ein Heavyweight Tag Team Champion, da kann man schon mal durcheinander kommen. Aber jetzt wird's ganz delicious und deliziös mit den Tag Team Champions nach der wortreichen Rede zu Beginn der Show. Jetzt hier der große Main Event. Ob sie ihren Worten bzw. Braun Strowmans Worten auch Taten folgen lassen können, wird sich jetzt zeigen. Das war auf jeden Fall ein sehr, das wird auf jeden Fall so rum, ein sehr interessanter Main Event hier. Und ich muss auch sagen, es wird schwer für Heavy Machinery, denn ja, sie haben vielleicht das Finale des, also Delicious Seduction haben vielleicht das Finale des Team Grow Memorial Tournaments verloren, aber sie haben von ihren letzten 5 Matches 4 gewonnen und nur gegen ein XW-Team verloren. Sie haben gegen jedes Ignition-Team in der letzten Zeit gewonnen. Also das heißt dann doch schon einiges. Ja, das sagt einiges über die Tag-Team-Szene bei Ignition aus, dass sie sich da am Ende gegen ein ECW-Team haben dann verabschieden dürfen im Turnier. Aber jetzt auf jeden Fall ein weiteres Team, dem man durchaus einen Sieg gegen Delicious Seduction hier zutraut. Vielleicht können ja die beiden Baustellen, Metal-Arbeiter und Mitarbeiter, den beiden Champions hier ein wenig die Zähne ziehen oder das Rückgrat ein wenig zurechtrücken. Ja, das werden wir hier auf jeden Fall sehen. Es wäre ein unglaublicher Sieg hier für Heavy Machinery, wenn sie in der Eröffnungsshow der Staffel den Titelhaltern diese abnehmen würden. Also wir sind mal sehr gespannt, was die beiden hier heute noch so schaffen. Ja, ganz genau, das haben wir ganz vergessen zu erwähnen. Nach der Rede von Braun Strowman und Matt Hardy, die sich ja jeden Herausforderern stellen, geht es hier natürlich auch gleich um die Tag-Team-Titel. Also wenn sich Heavy Machinery hier durchsetzen können, dann haben sie sich nicht ein Tag-Team-Titelmatch gesichert, sondern gleich die Tag-Team-Titel an sich. Also es ist ein ganz, ganz großer Main-Event hier nochmal eine Schippe drauf um die Championship. Ja, aber momentan ist hier an Braun Strowman einfach kein Vorbeikommen. Das ist ja auch gleich, man guckt dir dieses Monster einfach mal an. Da kann ein Dozer wie Otis Dozovic natürlich erstmal machen, was er will. Aber ja, er schafft es doch tatsächlich. Das hätte ich so nicht erwartet. Hier Strowman per Backbody-Drop auf die Matte zu befördern. Also ich will nichts gesagt haben. Ich will die Kräfte eines Dozer nicht angezweifelt haben. Ja, ein Otis, den... Da weiß man, das ist durchaus ein Kampfkoloss, der seine Gegner einfach nur so durch die Gegend werfen kann, als wären sie nichts und nichts als eine leichte Feder. Aber dass er sogar einen Braun Strowman so klar und deutlich durch den Ring werfen kann, das ist schon eine Sache für sich. Oh, und das ging tatsächlich schnell. Viel weiter am Drücker. Genau, das ging tatsächlich sehr, sehr schnell. Wir sind hier gerade mal 2 Minuten im Match und schon hat sich hier bei Otis Dozovic eine Platzwunde geöffnet. Also unglaublich, was hier die Tag Team Champions momentan an einer Härte in diesem Match zeigen. Das ist unglaublich. Ja, und da soll der Schädel von Otis komplett deleted werden, so wie er da in die Ecke gehämmert wird. Jetzt wird sich zeigen, ob der Blutverlust bei Otis eine negative oder doch eine positive, aufputschende Wirkung hat. Ja, momentan hat es eher noch gar keine Wirkung, möchte man meinen.
zumindest liegt Otis da jetzt vor den Füßen Matt Hardys und muss sich die Delete-Geste gefallen lassen. Ja, und weiter geht hier die Demontage von Otis Dozovic, wollte ich gerade sagen. Und da gibt es das Tag-In mit seinem Partner Tucker Knight. Ja, und der befördert hier Matt Hardy erstmal nach draußen. Ja, Tucker musste jetzt zusehen, hier sein Partner und Kollege hier ordentlich einstecken musste. Und per Clothesline fliegt Matt hier auf Otis, der auch noch eine mit abbekommt. Da entschuldigt sich Tucker kurz. Ich glaube, Otis versteht, dass das im Eifer des Gefechts auch mal was... er auch mal was abbekommen hat und die Wunde, oh Gott, die hat sich ja ganz schön weit geöffnet hier. Ja, das Blut spritzt hier auf dem Körper von Otis schon überall. Aber ja, dafür ist jetzt immerhin Tucker im Ring und wollte sagen, kann sich hier um Matt Hardy kümmern, aber aktuell kümmert Matt Hardy sich dann doch eher um ihn. Jetzt geht sie in die Ringecke der Tag Team Champions und da habe ich es richtig gesehen, da gab es, glaube ich, den Tag. Ja, da gab es den Tag. Ja, da sehen wir den halben Youth of Today, also quasi die Youth O, die hier gezeigt wurde von Matt Harden mit diesem Drop-Toe-Hold. Ja, und Braun Strowman jetzt wieder im Ring und hüpft er einfach mal vom zweiten Seil runter, weil natürlich macht er das. Ja, und jetzt wird es natürlich auch für Tucker schwer gegen jemanden wie Braun Strowman, sage ich. Und da gibt es einen Tag-In mit Matt Hardy. Also irgendwie wollen die mich doch heute echt verarschen. Jedenfalls haben wir jetzt Matt Hardy hier wieder im Ring und Tucker schafft es zumindest ein wenig, ihn zu kontrollieren. Ja, ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob ein Tucker hier wechseln sollte, so wie Otis aussieht. Das sieht alles andere als gut aus. Aber der Wechsel folgt dennoch und jetzt gibt es hier eine wunderbare Teamaktion. Ja, und hier sieht man vielleicht, dass es ein wenig gedauert hat, aber dass schlussendlich die aufputschende Wirkung des Blutes sich doch noch zeigt. Denn, oh mein Gott, wie Otis hier gerade abliefert. Da gibt es hier den Ansatz, ja nicht nur den Ansatz, auch die Ausführung des Caterpillar. Jetzt ja, da können die anderen Teilnehmer in einem möglichen Eight-Man First Blood Title Match nur froh sein, dass man bei einer blutigen Wunde ausscheidet, so wie Otis jetzt hier auftritt nach diesem Caterpillar. Ja, da dachte ich schon, es ginge jetzt wieder voran für die Herausforderer, aber da gibt es schon wieder den Tag-In jetzt mit Braun Strowman. Ja, und der ist ja auch noch ziemlich frisch, was die Kondition angeht und schafft es hier auch Dozer am Boden zu halten und schon wieder kaum sage ich das. Also Hulk ist echt verhext, was das angeht. Ja, die Jugend von heute, wenn es beim ersten Mal nicht ganz hundertprozentig klappt, muss sie natürlich nochmal nachlegen und sich so richtig in die Brennnesseln setzen. Aber trotzdem bringt es hier die Wende erstmal in diesem Match und Braun Strowman zieht hier Otis wie ein blutiges Stück Fleisch einfach in seine Ecke. Da soll es jetzt wahrscheinlich den Twist of Fate geben. Es sieht zumindest danach aus. Es sieht nicht nur danach aus, der kommt, der geht durch. Soll es da jetzt schon das Cover geben? Otis wird vom Ringseil weggezogen, das Cover hinterher. Ja, wir haben die gleichen Tag Champs wie vorher.
die Sieger und weiterhin Saw World Tag Team Champions Matt Hardy und Braun Strowman, Delicious Seduction. Ja, das sollte es dann doch nicht so sein und wir haben weiterhin dieselben Tag Team Champions. Die Niederlage im Team Crow Memorial Turnier haben Matt Hardy und Braun Strowman also durchaus gut weggesteckt. Und Heavy Machinery, ja, die können die Bagger wieder einpacken und zurück ins Parkhaus fahren. Leider gibt's hier noch keinen Titel für die beiden. Ja, und mit dieser Titelverteidigung sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Und ja, von daher, wir hoffen natürlich, ihr habt sehr viel Spaß hier heute gehabt. Wir konnten euch gut unterhalten. Ja, Patrick, Dankeschön auch nochmal fürs Kommentieren, beziehungsweise muss ich mich eher dafür bedanken, dass ich mit dir kommentieren durfte. Ja, immer wieder gerne. Vielen Dank auch nochmal an den Afro-Taker, der heute hier dabei war, bei 100% seiner geistigen Stärke. Ich sage Peng Peng und gute Nacht.